Ja, hallo ihr Lieben, hier ist Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe. Und ja, meine Haut ist wieder gestresst vom Wind und Wetter. Aber egal. Genau, Resilienzkurs gibt es zum Februarpreis. Selbstliebe-Challenge ist wieder in the house. Und die berühmte Manifestations-Challenge. Heute haben wir aber das gute Laune-Thema. War ich beim Daten vielleicht zu streng? Wenn du auch solche Fragen stellen willst, kannst du aber ein Formular auf liebeschipp.de machen. Ja, eine Nachricht von Katharin Karlowski-K. Und sie schreibt: Hi, lieber Christian, ich habe gerade eine für mich sehr verwirrende Dating-Erfahrung gemacht. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an, ne? Und wäre über deine Sicht dazu interessiert. Ich bin in den 30ern und alleinerziehend, habe einige toxische Beziehungen hinter mir und arbeite stetig an mir, bin mir meine Anteile sehr bewusst. Habe im Internet einen Mann auch in den 30ern kennengelernt, mit dem ich kommunikativ auf einer Wellenlänge war. Er hat wie ich Kinder und in der Vergangenheit negative Beziehungserfahrungen gemacht. Aber er schien sehr reflektiert, redete nicht schlecht über seine Ex-Partnerin, arbeitete scheinbar sehr viel an sich und seinem Mindset. Schaute viele spirituell angehauchte Videos. Gut, das allein muss nicht viel heißen. Aber gut, ist ja auch ein bisschen mehr als nur das. Nun habe ich recht schnell gesagt, dass ich derzeit keine Beziehung möchte, auch nichts Lockeres, sondern eher im geistigen Austausch interessiert bin. Ja, also ich hoffe, ich komme jetzt nicht so kritisch rüber, aber ich versuche immer ehrlich zu sein. Und ganz ehrlich, da wärst du, also wenn ich jetzt daten würde, dann wärst du bei mir schon raus. Würde ich denken, ey, hallo, wir daten hier. Geistiger Austausch am Arsch, würde ich denken. kann ja gerne dazukommen. Aber da wird auf mich sofort bindungsvermeidend drüber kommen, von dir jetzt so, ne? Musst du für dich mal prüfen, aber ich kann jetzt nur nach dem gehen, was hier so steht, so. War okay für ihn. Ja, also, ihr kennt ja meine Meinung, wenn der Mann meine Datingkurse gemacht hätte, dann ja, hätte er dich jetzt auch aussortiert, weil du nicht an ihm romantisch interessiert bist. Und er ist es offensichtlich. Und da hätte ich mir, also wäre für mich schon als Mann ein Red Flag, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ne? Kannst es natürlich so wollen, nur würde ich jetzt auch, er kommt ja auch aus schwierigen Beziehungserfahrungen, sagst du, und dann kommt jemand und sagt: Ja, ich möchte nicht daten, ich bin nur am geistigen Austausch interessiert, was völlig in Ordnung ist, aber wäre für mich, oh, ist mir zu kompliziert, weiß ich, wird wieder wehtun, lasse ich lieber, ne? Da bin ich weit voneinander entfernt, fuhr und schlug ein spontanes Treffen vor, das wir dann in die Tat umsetzten. Das Treffen war sehr schön, wir haben uns viel unterhalten und es stellte sich ein Gefühl der Verbundenheit auf menschlicher Ebene ein. Ich fühlte mich sehr wohl. Am Ende des Treffens wollte er mich küssen, womit ich überfordert war. Ja. Also wenn er mir jetzt geschrieben hätte, würde ich sagen, ja, das ist mit Ansage. Ich meine, da sagt die Frau, ich bin nur am geistigen Austausch interessiert. Und anstatt dass der Mann dann sagt, sorry, dann sind wir nicht eher auf dem gleichen, auf der gleichen Interessenslevel hier, sagt er dann, ja, klar, geistiger Austausch, cool, Folge, lass uns geistig austauschen, versucht dich zu küssen, weil er natürlich, weil es eigentlich nicht ehrlich ist, er will ja was anderes, ne? Und deswegen, das würde ich keinem Mann empfehlen, sich so verhalten. Da muss man auch die Eier haben, muss sagen, ja, sorry, dann passt das einfach nicht. Kein Bock auf geistigen Austausch. Oder kann ja gern später kommen, nachdem wir uns ausgiebig geküsst haben. Und würde ich nicht machen, ne? Aber das ist genau das Problem. Jetzt denkt er, vielleicht meinst du es ja nicht so und probiert es weiter. Und du bist irritiert, ne? Klar. Ich sagte ihm dies auch, was für ihn okay war. Wir haben danach viel geschrieben und telefoniert und irgendwann fragte er, ob ich nicht doch bereit für eine Beziehung wäre, wenn wir es langsam angehen lassen. Also der Mann sollte definitiv auch mal einen Datingkurs machen, weil kann man jetzt, ich meine, wenn ihr meine Videos guckt, kennt ihr meine Meinung dazu, sonst müsst ihr andere Videos gucken. Da ich habe ja diesen Ansatz der Polarität. Und wie ist das in der Polarität? Wer macht die Dates? Der Mann, ja. Aber wer bestimmt das Tempo? Die Frau. So, ne? Deswegen, weil die Frau ist die Beziehungsexpertin in der weiblichen Polarität, ne? Und
Das heißt, dass der Mann immer ein bisschen laid back sein sollte, um der Frau den Raum zu geben, dass sie auf den Mann zukommen kann, in ihrem eigenen Tempo, so, ne? Und er macht genau das Gegenteil, ne? Also, und da kann nur Missbrauch rauskommen, oder kommt meistens Missbrauch raus, vielleicht nicht immer, dass er jetzt diesen Teil übernimmt und er die Beziehung, also es ist auch noch, dass er von Beziehung redet, anstatt dass er sagt, lass uns weiter daten, redet er auch noch von Beziehung, ne? Was ich denke, was die, wenn es dann soweit ist, die Frau ansprechen sollte, er. Und aber gut, wenn euch das interessiert, guckt mal meine Datingkurse rein. Ich verlinke die auch nochmal drunter. Aber ist schon falscher Vibe. Und du bist hier deutlich im Minus. Das ist nicht schlimm. Das geht ganz vielen so, wenn die aus toxischen Beziehungen kommen und das schon mal geschafft haben, keine toxischen Beziehungen mehr zu haben, dass sie dann ins Minus gehen. Aber ja, es ist, wie es ist, ne? Da müsstest du jetzt mal gucken, ob du wirklich so ein Minus sein willst oder ob du ihn auch einfach nicht gut genug gefunden hast. So, ne? Ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn du richtig überzeugt von ihm gewesen wärst, hättest du vielleicht nicht gesagt, ich will geistigen Austausch mit dir. Ne? So, ja. Ich will dich da ein, da ich das Gefühl hatte, ich sollte es doch einfach probieren. Also haben wir dann viel gemeinsam unternommen, was sehr schön war. Mir war wichtig, dass ich alle Gedanken offen kommuniziere, da ich ihm keinesfalls durch mein gerade nach der letzten Beziehung geschädigtes Bindungsverhalten, welches zwischen Verlustangst, Misstrauen und Bindungsangst bzw. Rückzugsbedürfnis hin und her schwankt. Ja, also das wird deutlich und man sieht vor allen Dingen dein Minuspol, sag ich mal, ne? Also habe ich ihm immer sofort gesagt, wenn mir Zweifel kamen, habe auch den von ihm ausgehenden Wunsch nach fester Beziehung nach so kurzer Zeit immer wieder in Frage gestellt. Ja, also du bist da komplett am Ruder, weil du weniger willst, so, ne? Aber der, das müssen wir jetzt ein bisschen trennen. Es gibt sozusagen Beziehungsdynamik mit Pluspol, Minuspol und es gibt eben diese Polaritätsdynamik, ne? Und da, also im Grunde genommen von der Polaritätsdynamik her läuft da was echt schief, so, ne? Und sozusagen, also wie gesagt, der Mann ist nicht laid back, was er auch nicht, was auch gar nicht sein, oder könnte es glaube ich schon sein, aber es ist schwierig, ne? Weil da auch gar kein Drive von dir ist, ne? wo es so richtig in die Beziehung reingeht, so richtig. Deswegen sage ich immer, datet Leute, die über jeden Sound springen würden, damit sie euch daten können und nicht so, ach, ich weiß auch nicht und zumindest am Anfang, ne? Es kann ja nach einem Jahr, kann es ja meinetwegen auch mal schwierig sein, ne? Aber am Anfang sollte es da keine Zweifel geben, sondern ja, klar, treffen wir uns, klar, wann kommst du? Super, klar. Und nicht, ja, weiß ich nicht, möchte ich nicht, was, wie gesagt, total okay ist, aber deswegen sage ich auch immer wieder, man soll auf die Polarität achten, weil hier ist es jetzt genau andersrum, wie es sein sollte, ne? Dass du die ganze Zeit bremst irgendwie und gar nicht frei auf ihn zugehen kannst, weil er immer schon mehr will als du, ne? Und wie gesagt, da gibt es viele Gründe, die dazu führen, glaube ich, aber es ist auch alles kein Drama, aber dann läuft es halt so, ne? Wie es jetzt läuft, ne? So, ihm war wichtig, dass ich über alles mit ihm rede, so habe ich ihm quasi all meine Schwächen, Ängsten, Zweifel auf dem Silbertablett serviert. Gut, ich weiß nicht, ob du mein Dating mal gemacht hast, aber ich sage ja immer, hang out, have fun, hook up, so habe ich das gelernt und so habe ich es auch in meinen ganzen Jahrzehnten als Paartherapeut als extrem hilfreich empfunden. Am Anfang, es geht wirklich nur darum, rausgehen, Spaß haben, körperlich werden und nicht gleich schon alle Ängste, Schwächen, Zweifel reden, so ungefähr schon ein paar Therapie machen am Anfang der Beziehung, sage ich mal. Also ich übertreibe jetzt mal. Aber wisst schon, wie ich das meine, ne? Anstatt, dann geht so diese Leichtigkeit weg, ne? Wenn man schon mal so Sachen reden muss, ne, am Anfang, ne? Das will man doch alles gar nicht, ne? Er hat seinerseits nie Zweifel und Ängste geäußert, was mir teilweise ein ungutes Bauchgefühl gab. Ja, aber ey, ich würde das als Mann auch nicht machen, gleich schon sagen, ja, ich habe die und die Macken und was weiß ich, sondern erstmal daten, ne? Erstmal eine Basis schaffen, so, ne? Positiv sein, ne?
Naja, nach weiteren Treffen, die wie die letzten sehr ähnlich waren, übermannten mich wieder meine Zweifel, wie er sich denn nach so kurzer Kennenlernzeit so sicher sein könnte, mit mir eine Beziehung zu wollen. Ja, du bist halt komplett im Minus jetzt, ne? Dann kam eine Nachricht, dass ich mich nicht hineinsteigern sollte. Er könnte sich auch nicht mehr zu 100% verlieben oder lieben, sondern eben nur zu 70-80%. Das Statement hat mich schockiert. Ja, also ich hab das ja schon mal gelesen. Ich habe da auch schon mal drüber nachgedacht. Und ich finde, dass du hier überreagierst, ganz ehrlich. Aber es ist nur meine Meinung. Ihr könnt ja auch immer schreiben, was ihr so denkt. Weil jetzt gerade, also ich meine, ich glaube, ich verstehe, was du meinst, ne? Aber du bist eigentlich die hier Minus ist, nicht er so, ne? Und also ganz ehrlich, wenn man so eine Historie hat von, die wir alle hier auf diesem Kanal haben, von toxischen Beziehungen und so, wer geht denn da in eine Beziehung und sagt, und ich möchte mich wieder 100% verlieben? Also was ist damit auch überhaupt gemeint, ne? Also viele würden damit, glaube ich, gerade auf in dieser toxische Beziehungsblase, sag ich mal, würden damit verbinden, sich wieder aufgeben, ne? Wieder aufgeben, weiß ich nicht, gar nicht an sich denken. Und wenn da jemand kommt und sagt, 70-80%, finde ich das viel ehrlicher als so ein Fantasie-Liebessucht-Scheiß, sag ich mal. Und da muss man auch, wie gesagt, also natürlich kann man da nachfragen und müsste eigentlich fragen, auf welcher Ebene meinst du das? Meinst du das jetzt auf einer Ebene von emotional, gedanklich, körperlichen Verstrickungen, da ist es total in Ordnung zu sagen 70-80%, ne? Ich sag ja manchmal sogar, aber das ist wieder eine andere Denke, ich sag manchmal so, Beziehungen sollten eigentlich, ja, ist auch völlig in Ordnung, wenn die nur 30 oder 40% vom Leben ausmachen. Das heißt natürlich nicht, könnte auch jemand wieder so ausdrücken, 30-40% verlieben, aber muss man halt nicht fragen, was ist eigentlich genau gemeint, aber man muss dann, glaube ich, nicht gleich schockiert sein, weil du bremst hier, ganz eindeutig, ne? Meine Meinung. Plötzlich kam ein ungutes Bauchgefühl und die Bindungsängste gar nicht mehr so falsch vor. Ja, aber das ist ein bisschen selbsterfüllende Prophezeiung. Vielleicht bist du auch einfach not that into him, sag ich mal. Einfach nicht richtig verliebt, ne? Aber so fühlt sich das an, wenn man Minus ist, ne? Man weiß es nicht, man ist unsicher, ambivalent und ja, dann hat er mal eine Sache gesagt und das ist gleich total falsch und du bist schockiert und so ist es im Minuspol, genau so, ne? Und er rutscht dann wahrscheinlich immer mehr ins Plus, ne? Ich fühlte mich hintergangen, da ich eine sehr gefühlsbetonte Frau bin und eben von mir alles preisgegeben habe. Ja, aber sorry, so Aussagen wie, ich möchte keine Beziehung, ich weiß auch nicht und ich will eigentlich nur einen geistigen Austausch. Also das ist eigentlich, wie gesagt, du bist da viel mehr Minus als er. Das ist doch gar nicht 100%, ne? Also da bist du auch total auf der Bremse und ja, du hast vielleicht irgendwas von dir preisgegeben, aber du bremst die ganze Beziehung so, ne? Darfst du ja auch, ne? Aber kannst jetzt schlecht ihm vorhalten, so finde ich, ne? Wohingegen er, der so auf die Beziehung gepocht hatte, es nicht für erwähnenswert hielt, dass er sich ganz bewusst gar nicht so wirklich auf eine Bindung einlassen will. Ja, da muss ich auch wieder sagen, also diesmal andersrum. Taten sind wichtiger als Worte. Also du legst jetzt so einen Satz auf die Goldwaage, aber seine Taten sprechen eine ganz andere Sprache. Ne? Dass er, und du kannst doch nicht am Anfang gleich sagen, ihr kennt euch doch gar nicht. Und man redet ja auch über verlieben und sich nicht 100% verlieben wollen, finde ich ehrlich gesagt fast schon eine sehr gesunde Aussage. Ja, ich glaube, du siehst das zu negativ. So, aber das ist nur meine Meinung. Und wie gesagt, da auch da sind Taten wichtiger als Worte, so, ne? Dass er sich ganz bewusst gar nicht so wirklich auf eine Bindung einlassen will. Ja, von den Taten her lässt du dich eigentlich ein, ne? Ich habe das angesprochen, woraufhin er mit Unverständnis reagierte und meinte, er habe das vor langer Zeit so für sich entschieden und für ihn sei es so gut. Denn dann wäre der Fall nicht so tief, wenn ich ihn verlassen würde. Ja. Ich meine, auf eine Art seid ihr da beide zu sehr in der Vorsicht vielleicht, ne? Das kann schon sein, dass er da auch, wie gesagt, man müsste ihn fragen, wie er das jetzt genau meint. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine Maueraussage. Ich weiß nicht, also mich würde die, glaube ich, gar nicht stören, diese Aussage, aber klar, man kann es auch so, vielleicht hatte er da auch ein paar Mauern, aber
wenn, dann habt ihr beide welche so, ne? Also klar, muss man dann drüber reden und vielleicht kann man die zusammen abbauen, aber finde, kannst du ihm keinen Strick draus drehen, so, ne? Vor allen Dingen, wenn du es auch machst, ne? Aber vielleicht habe ich irgendwas falsch verstanden, keine Ahnung. Er könne halt nicht so intensiv lieben wie ich. Das verstehe ich nicht, weil, also, ja, also wie gesagt, habe ich glaube ich schon alles so gesagt. Ihm gefalle aber meine fürsorglich-emotionale Art. Ich müsse ihn so akzeptieren, wie er ist. Ja, aber ganz ehrlich, das ist richtig, ne? Ich habe ihm erklärt, dass es meines Erachtens noch nicht okay ist, jemanden mit Worten so zu locken, eine Beziehung zu wollen, wenn man sich nur die guten Sachen rausziehen will, aber keine Verantwortung für die Gefühle übernehmen will, die man bewusst im anderen hervorruft. Kann ich nicht nachvollziehen, den Satz. Sag ich ganz ehrlich, weil er ist ja nicht so, dass er hier, was ich immer sage, in Nebenleistung von Beziehungen nur Sex und Aufmerksamkeit. Nein, er kommt zu dir und sagt, ich will ein Commitment, ich will dich ganz, ich will dich committed, körperlich, geistig, psychisch, seelisch, spirituell, vielleicht mit ein bisschen Vorsicht. Aber ich finde das total in Ordnung und nirgendwo irgendwie manipulativ oder so. Aber wie gesagt, ich kann das so von diesen Worten hier so sagen. Ich muss einfach ehrlich sein, wie es auf mich wirkt, ne? Daraufhin meinte er, ich würde mich in diese Kleinigkeit reinsteigern. Kann ich irgendwie nachvollziehen. Und ich soll schätzen, dass er mich trotz meiner Vergangenheit wollen würde. Und dass mich sicher keiner meiner Ex-Partner geliebt hätte. Da wären seine 70-90% ja dann besser als nichts. Also ich glaube, ich verstehe, was er meint, glaube ich. Weil wenn du toxische Beziehungen hattest, dann gibt es ja wenig Liebe. Und dass er sagt, hey, hier bin ich, ehrlich, und ich verspreche dir gerade nicht irgendwie das Königreich und was weiß ich, sondern ich bin vorsichtig, ich sag dir, wo ich stehe. Und das ist doch mehr als diese Fantasieebene toxischen Beziehungen. Also ich kann es nachvollziehen, aber ich weiß ehrlich nicht, also ich finde tatsächlich, du suchst Gründe, und das wirkt auf mich sehr minuspolig, jetzt aber ist gar keine Wertung oder so, ne? Wirkt ein bisschen, als wenn du Gründe suchst, dass es nicht passt. So. Aber vielleicht auch, weil du einfach nicht verliebt genug bist. So, ne? Das könnte dann auch eine ganz naheliegende Erklärung sein. Es hat mich erschüttert, ich habe die Sache beendet und weiß leider nicht mehr, wo mir der Kopf steht, da dieser Mann bis dato immer sehr lieb, respektvoll und verständnisvoll war. Also, ja. Ich finde da keinen Widerspruch. Nun ist die Frage, ob ich übertreibe. Ich finde, ja. Fühle mich betrogen und vorgeführt, weil ich so überoffen war, obwohl mir diese 0 auf 100 Sache gleich komisch erschien. Aber ihr seid doch gar nicht 0 auf 100. Das ist doch total langsam angefangen. Aber vielleicht fehlen mir ja Informationen. Ja, keine Ahnung. Oder aber da tatsächlich aufgrund seiner eigenen Bindungsangst bewusst herausprovozieren sollte, von meiner Seite aus Sicherheit und Verbindlichkeit sowie alle Vorzüge einer Beziehung zu bekommen, ohne sich verletzbar zu machen. Nee, sehe ich nicht so. Wie gesagt, also auf mich wirkt das hier, dass du viel mehr bremst. Und wenn er sich nicht hätte verletzbar machen sollen, hat er ja schon eine Trennung jetzt eingesteckt. Das hat ja gar nicht funktioniert. Also das finde ich tatsächlich zu streng. Und ich glaube, also du musst ihn jetzt nicht wollen, so, ne? Nicht, dass du mich da jetzt falsch verstehst, aber ich würde das dann wirklich auf mich beziehen, würde sagen, ey, was, irgendwas hat dir nicht gepasst, aber ich kann dir nicht sehen, was er hier groß falsch gemacht hat. Vielleicht könnt ihr mir mal helfen in den Kommentaren. Und wirkt auf mich tatsächlich eher noch Überstandards und zu streng. Sag ich ganz ehrlich, hoffe, ich war nicht zu streng mit dir und wir sehen uns bald wieder.